Herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge von Coffee Bros. Zusammen mit S-Night, Dark auch Nighty genannt und Vitex alias Georg der Krieger. Ja, ihr könnt euch entsinnen, wir haben letztes Mal die Getreidefarm getestet und wir haben das Ganze hier mit dem Fluss zu uns gebracht in das Lager und es hat alles wunderbar funktioniert. So, was ist das Tagesprogramm heute? Sven, willst du heute mal was dazu sagen? Was willst du heute machen? Ich denke mal, wir gehen ein bisschen mein, weil wir brauchen dringend ein paar Sticky-Pisten. Ja, wir müssen auf die Jagd gehen, irgendwie ein paar Slimies suchen. Slimies, ja, da haben wir ein bisschen Erfahrung auf der Xbox. Mal gucken, ob die Taktik hier um Welten besser funktioniert. Ja, als auf der Multiplayer-Map ist es so schwierig. Ja. Weil da ist die Welt definitiv anders, da größer und verändert sich immer wieder. Ja, ansonsten, Georg, folgst du uns oder was ist dein Plan? Ja, ich folge euch einfach. Ich brauche die für mein Dixie-Klo. Deswegen. Dixie-Klo. Das Dixie-Klo. Ich habe es übrigens schon getestet, ja, das Dixie-Klo. Halt, das funktioniert. Der Georg, der muss halt ständig aufs Klo. Der braucht es halt immer mit. Ohne Dixie-Klo geht bei ihm nichts. Also ich bin schon ausgerüstet. Hier, das funktioniert ja auch schon mal soweit. Ich habe jetzt übrigens, genau, die Leute werden es jetzt sehen, ein neues Texture-Pack. Das Texture-Pack von Misa. Einen Link werde ich auf jeden Fall auch noch reinlegen in den Upload in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das auch antun, wenn euch das gefällt. Ich habe das jetzt mal gewählt, weil das eigentlich das erste Texture Pack war, das ich je benutzt habe hier in Minecraft. Noch mit 1.2.5. Ne, Punkt 3 habe ich angefangen. 1.2.3. Das war meine erste Version in Minecraft. Ah, ihr geht schon direkt runter? Ja, wir gehen die Minimum, wo wir letztes Mal waren. Alles klar, hier. Und schauen da mal nach, ja. Man hört auf jeden Fall schon Zombies. Ich habe kein Schwert dabei. Oh, das ist ja der Spawner. Der Spawner, der ist nicht mal ausgeleuchtet. Hä, boah, doch, ja, normalerweise. Hä? Der war ausgeleuchtet. Okay. Der war ausgeleuchtet, definitiv. Nicht mehr. Hä, wie das? Das ist ja komisch. Mysteriös. Ja, wo sind die jetzt hin? Ich hab überhaupt sind die geflüchtet? Dabei, also na, ich hab ziemlich viele. Jetzt wartet mal hier. Wo seid ihr? Hier. Bin weiter gegangen. Zurück. Ist nichts. Ja, warte mal, ich gebe dir die Hälfte von meinen. Das ist recht viel. Vielleicht eigentlich. Für die Leute, die es noch nicht gewusst haben, ja, Coffee Bros haben jetzt mittlerweile einen Blog, wo wir ja Informationen rund um uns posten werden. Guides über Spiele wie zum Beispiel Rift oder Minecraft. Interessant ist auf jeden Fall nachzulesen und wir würden uns auf jeden Fall über jeden Besuch freuen. Das heißt, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei Coffee Bros. Der Link zum Blog werdet ihr auf jeden Fall unter dem Video sehen. Deswegen gar kein Problem. Ihr verpasst dadurch auf jeden Fall nichts. Ja, wie wollen wir das machen? Wollen wir eine... Was? Was passiert? Boah, wir waren beide krepiert. Okay, das ist kein guter Weg. Den lassen wir mal lieber. Ich habe eine Frage. Wollen wir eine Farm bauen für Slimies? Ja, wir müssen, wenn wir einen Chunk finden und wissen, wo sie spawnen, dann denke ich mal, können wir uns eine Slimy-Farm am besten bauen. Kann sein, ne? Haben wir eigentlich jemals hier schon einen gesehen? Irgendwo haben wir... ganz am Anfang, gell? In dieser riesen Schlucht. Da könnten wir hingehen. Bei der Schlucht? Boah, das wisst ihr, den Weg da noch? Ach ja, genau, bei der Säule. Der ist ja hier hinten, bei der Ding können wir auch. Ja gut, dann könnten wir rein theoretisch da zurückkehren. Genau. Und auch wieder hinten rumgehen, weil die Schlucht ist ja auch hier in der Nähe. Ja. Alles klar, ich komm. Nur wieder zurück und den anderen Weg. Jawohl. Und den Zombie hier mitnehmen, wo kommt der jetzt her? So. Ja. Gut, ja. Hier am Spawner war das vorbei und dann irgendwo da hinten war das. Ja, das ist der einzigste Weg jetzt halt, gell? Das müsste dann hier gewesen sein. Nee, das war nicht der hier. Okay. Komplett zurück. Der war in der Mitte. Nein, du kannst auch von hier aus. Ja, ich gehe komplett zurück. Kannst auch von hier aus, wenn du durch die Mitte gehst. Ah, stimmt, richtig. Ja, genau. Jetzt kann ich mich entsinnen. Ja, jetzt sind wir schon in der Schlucht. Oder links? Nee, links war's. Links, glaube ich, gell? Ja. Hier ist die Schlucht, richtig. Ja, heftig. Okay, gut. Ja. Ja, und hier war unser erster Slimy. Hier oben rum habe ich mich durchgebuddelt, das weiß ich noch. Ganz da hinten, ja, hier unten in der Ecke war da. Genau. Oh, das ist ja Holz. Warum ist da Holz? Ja, dann, was könnten wir jetzt machen? Wir könnten doch jetzt hier quasi alles abbauen und so eine riesen ebene Fläche machen, oder?
und es dunkel machen. Ja, wir müssten nur bis am besten bis runter auf den Blackrock. Eins über den Blackrock bauen, weil die Slimies, die spawnen alle unterhalb der 40er-Grenze, habe ich mal gesehen bei anderen Videos. Ah, heftig. Das heißt, wir müssten runter jetzt halt. Alles klar. Ja, dann fange ich mal an, gell? Wir können da mehrere Etagen zum Beispiel bauen. So. Okay, ich glaube, ich habe mich doch ein bisschen verlaufen. Ah, ne. Bin ich bei der Schlucht? Ich bin bei einer Schlucht, aber ich weiß nicht, ob es... Bei der anderen Schlucht. Wir haben ja zwei Schluchten. Oh, okay. Dann habe ich mich verlaufen. Okay, Moment. Ich dachte, die Säule, die... Das war nicht meine Säule. Die Säule habe ich nicht errichtet. Da sind zwei Säulen. Ja, bei der einen Säule ist noch ein Spinnenspawner. Ja, richtig, genau. Und die da vorne, hat die keine Bedeutung? War doch da, wo der Georg, glaube ich, rauskam. Nee, der kam bei der Wüste raus. Stimmt, okay. Weiß ich nicht, also wir haben zwei Säulen da auf jeden Fall. Ja gut, dann laufe ich wieder zurück und dann dürfen die Leute eben die Umgebung aus meiner Sicht sehen, wie schön die ist. Oh, ich ess mal was, ey. Oh, ich bin schon ganz schön tief jetzt. Ich gehe mal bis auf den Blackrock runter. Ja, ja, bis auf Blackrock und dann eine Schicht darüber müssen wir bauen, also mit Stein, weil... Oh, ich bin... Auf dem Blackrock sollen die angeblich gar nicht spawnen, diese Viecher. Also ich bin hier, okay. Ich markiere das. Ich bin am Blackrock angekommen. Dann so. Halt großzügig ein großes Feld ausheben. Jawohl, okay, fange ich an. Ich muss euch erstmal suchen. Aber ich glaube, ist ja schon leicht. Er hat zufällig, ist irgendjemand von euch ein zweites Schwert dabei? Oh. Ich hab eins. Oh, das ist nicht schlecht. Autsch. Oh, hier, gleich Diamanten, oder ne? Ne, das sind keine Diamanten. Das ist der Lazzi. Okay. Ah, bist direkt neben mir, alles klar. Hier ist ja das die Blackrock-Schicht. Die Blackrock-Schicht ist ja keine saubere Schicht, gell? Das ist irgendwie so quer durcheinander. Ja, die ist nicht, die halt nicht. Aber wenn du hier siehst, da siehst du jetzt hier, dass die Blackrock-Schicht, da musst du eigentlich eins drüber bauen. Nee, das ist schon eins drüber. Schau mal hier, da unten ist, ich habe zwei sogar drüber. Ja, aber warum sind dann hier oben noch? Ja, das frage ich mich ja auch. Ja. Das ist ja das, was ich meinte. Seid ihr beim Holz entlang gelaufen oder wo seid ihr lang gegangen? Beim Holz runter, da gibt's irgendwo, musst du dich runterbuddeln. Löcher. Ja, genau, am Holz haben wir uns runtergebuddelt. Genau, wo das Holz ist an der Ecke. Ganz tief nach unten. Ja, und wie weit sollten wir das Areal hier machen? Autsch. Gut, du kannst, glaube ich, mit F3 siehst du ja deine ganzen Koordinaten. Wir sind jetzt auf Position F1. Und ein Chunk ist irgendwie... Hallo! 16 Felder groß. Wo seid ihr? Hallo! Hallo? Hallo! Was ist denn jetzt ein Chunk? Das musst du mir erklären. Ein Chunk ist da, wo die Viecher spawnen können. Also so Chunks sind mehrere Bereiche auf der Map. Du hast halt mehrere Gebiete, oh, sorry, wo Kreaturen spawnen können. Und so ein Chunk ist immer 16x16 groß. Ah, okay. Davon gibt's halt auf der Welt mal verteilt, überall sind halt diese Johnson Chunks. Halt immer 16x16 eigentlich groß. Und wie hoch sollten wir das jetzt bauen hier? Ja gut, hoch sollst du bis nach oben, so weit wie wir gehen können. Also mindestens so, dass wir unterhalb von 40 bleiben. Du kannst halt da mehrere Etagen bauen, du kannst da bis zu 3 oder 4 Etagen reinbauen. Okay, ja, aber wie hoch sollte das Ganze sein? Vier Kasten hoch? Also vier Blöcke? Mindestens, wenn du große Slimies haben willst, brauchst du, glaube ich, mindestens drei hohe Decke. Also, dass du hier drei Flächen dazwischen Platz hast, weil die brauchen drei. Jetzt haben wir ja hier so zwei, dann hast du halt hier das dritte sozusagen. Okay, alles klar, okay, drei. Seid ihr bei den Öfen? Nee. Nein. Am Ende der Schlucht, dort wo diese Holzsäule war. Da, wo du das Holz gesehen hattest. Ja, und das ich hab's gesehen. Da sind wir runtergegangen. Wir sind unten, ganz unten, wir haben uns runtergebuddelt. Muss da nach unten kommen.
Warte, wir finden auch jetzt noch einige Rohstoffe hier unten. Das... Ah, ich habe nicht nach oben geschaut. Nicht immer mit dem Kopf nach oben. Ich stehe über euch. Ihr Fußvolk. Oh Mann, ey, ich glaube, ich... Oh, da geht's aber ziemlich tief. Oh, hier sind Diamanten, alles klar. Ja, ich würde da nicht runterspringen, ich würde mich da runterbuddeln. Ja, also. Yeah, bin ich gerade... Ah, perfekt, ich habe mir meine nächste Diamantenspitzhacke gesichert. Zum Glück bin ich vorher anders gelaufen, ich wäre da fast sonst runtergefallen. Das habe ich jetzt, ja. Ja, wärst du tot? Ja. Ah, solche Freunde seid ihr also. Wenn man euch als Freunde hat, dann brauchen wir keine Freunde mehr. Ich hab, wir haben Gruben für dich gegraben. Die hätten wir nur noch tarnen müssen. Oh, also, schön, alter Ritteisen. Das... Okay, also aushöhlen. Oh, irgendwie kenne ich die Arbeit auf der Xbox. Das ist so schrecklich. Nein. Da haben wir schon von. Ich bin mal AFK. Lalala. Drückt er sich, ey. Ist ja mal unglaublich. Mit, ja. Ja, oh, das mit Erfahrung mit Drücken, ja. Oder wie? Das auch. Gehört auch dazu, ja. Ja, hier so ein bisschen Rohstoffe Redstone nebenher sammeln ist ja auch nicht schlecht, gell? Ja. Redstone brauchen wir, weil wir haben, glaube ich, gar keins mehr, gell? Also Drückeberger, das kenne ich auch bei uns auf der Arbeit, die kommen zum Arbeitsbeginn und setzen sich dann in ein dunkles Eck und warten auf Feierabend. Und da mag man meinen, dass es Männer sind. Nein, das sind Frauen. Ja. Ja, jeder findet von heute. Jeder findet so sein Eckchen, seine Nische in der Arbeit. Ja. Naja. Oh, ich höre Lava. Anderes Thema. So. Ja, ansonsten, Sven, du bist ja noch eifrig bei deinen Hunger Games. Leute, wenn ihr Interesse habt, guckt euch Hunger Games an. Ich spiele auch gerne mit euch zusammen. Kein Problem, schreibt in den Kommentaren. Ich werde auf jeden Fall antworten. Kein Problem. Kann auch manchmal ein bisschen dauern, aber jeder darf mal mitmachen. Jeder darf mitspielen. Jeder kann begeistert Hunger Games mitfeiern. Also ich muss aber ehrlich sagen, ich bin fasziniert von dem Game-Typ irgendwie. Also total neu, noch nie gehört, noch nie gesehen. Jetzt erst nur durch dich. Und bei mir ist Lava, das ist natürlich... Hunger Games an sich, also ich finde Hunger Games richtig geil. Ich finde es halt auch... schade, dass du halt diese ganzen Packs, die du da hast, dass du meisten halt kaufen musst, Geld für ausgeben musst. Aber gut, die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren, weil die tun ja die ganzen Server stellen und sowas. Ja. Wow, nein, hier ist Lava, verdammt! Okay, die stellen halt die ganzen Server und so und dann denke ich mal, durch diese ganzen Kits und so tun sie sich halt finanziell abdecken. Irgendwie muss ja auch was bezahlt werden, ne? Ja, richtig. Ist das auf der PC-Variante so, dass du nicht in die Ferne großartig gucken kannst, dass das dann dunkel wird? Dass es realistischer ist? Das ist realistischer, aber ja, das ist neu gemacht. Okay. Haben die mit dem neuesten Patch irgendwie, glaube ich, war das mal. Dass du dann, erst wenn du näher rangehst, dass es dann heller wird. Auch wenn da eine Fackel hinten ist, die siehst du nicht. Ah, ich dachte erst, es ist hier... Ja, stimmt, das ist dann neu. Das ist dann neu, auf jeden Fall. Und das aus deinem Munde, Georg. Mann, du bist hier der PC-Minecraftler. Ja. Ich glaube, ich bin schon wieder der Schlauste hier von uns allen. Ja, das kann sehr gut sein, ja. Der Schlauste? Ja. Ich sag mal, YouTube bildet auch. Ja. Yeah. Aber ohne Witz, das ist wirklich wahr. Wenn ich beispielsweise auch ein schulisches Problem habe oder so, dann schaue ich auf YouTube die Lösungen an. Und die gehen oft viel schneller in den Kopf als die von den Professoren oder von Lehrern. Das stimmt. Ah, das heißt, am besten stellen wir jetzt ab sofort einen PC beim Vorlesungsraum von hin und dann geht's ab. Hätte ich nichts dagegen. Dann heißt es nur noch, Jungs, schaut in YouTube, da stehen die Formeln. Ja, genau richtig. So, wir kommen bei der Vorlesung XY. Das Material zur heutigen Vorlesung findet ihr auf YouTube. Schönen Tag euch noch und tschüss. Wobei es Profs gibt, von zu Hause aus. Ja, genau, richtig. Es gibt ja moderne Profs, die stellen das dann online und dann kann man die Vorlesung theoretisch auch zu Hause, kann man dann nachverfolgen. Ja, gut, aber trotzdem, also das gab's uns auch, das ganze
Skript mit Audiodatei, allerdings im Unterricht sagt er dann doch ein oder zwei Sachen, die auf jeden Fall ja lohnenswert sind, dann doch vielleicht vor Ort zu erscheinen. Ja, ich denke, das nichts kann es schlagen, also persönlich vor Ort zu sein. Das ist, aber für einen Krankheitsfall fände ich das halt recht interessant, gell? Beispielsweise. Wenn man krank ist, dass man das dann nochmal nachverfolgen kann. Sollte ja nicht krank sein. Ja, theoretisch, gell? Ja, ja. Keine Krankheiten. Immer wieder hingehen. Genau, was ist der perfekte Arbeiter? Ein perfekter Arbeiter ist, der nie krank wird, sein ganzes Leben lang schafft und kurz bevor er in die Rente geht, stirbt. Und das am besten alles umsonst. Ja, genau. Richtig, ja. Und sich dann noch kostenlos oder umsonst dann engagiert in der Gesellschaft. Das ist der perfekte Arbeiter. Dann bin ich es nicht. Den gibt's auch nicht wirklich, glaube ich. Nee. Die Regierung stellt sich den vor, so vor. Oh, das ja, Redstone. Besser. Oh, das Eisen. Oha. Naja, das ist aber, ich kenne viele, die in Rente gegangen sind und kurz danach haben sie das Zeitliche gesegnet. Weil, da hat ja, sich ja die Rente gelohnt. Ja, das Problem ist vielleicht, der eine oder andere zum Beispiel, beste Beispiel von meinem Bruder. Er hat einen Lateinlehrer gehabt und der ist, ich glaube, der ist sogar ein, zwei Jahre über seine Rente hinausgegangen, hat beide unterrichtet. Und mein Bruder hat ihn danach besucht gehabt, weil er wissen wollte, wie es ihm geht und so weiter. Und der hat gemeint, dass zur Anfangszeit ging es ihm relativ schlecht, weil er auf jeden Fall irgendwas gebraucht hat. Und jetzt gibt er in seiner Privatzeit gibt er noch Nachhilfe und das hat ihn jetzt aufgepeppt. Also geht es auf jeden Fall derzeit wieder besser. Also das, ja, manche Leute brauchen anscheinend hier. Ja, stimmt, klar. Das ist gut. Ich kann, was das angeht, noch nicht mitreden, weil mit 25 Jahren hat man noch nicht allzu viel erlebt. Ja, wir haben bei uns einen Ingenieur, gell? Abteilungsleiter und so ziemlich der höchste Ingenieur. Oh, das ist ein Loch, oder? Das ist so ziemlich der höchste Ingenieur bei uns im Betrieb und der hat öfters gesagt, dass er gern in Altersteilzeit gehen möchte, genau. Das heißt, man kann ja früher als die reguläre Rente in so eine Teilzeit gehen und dann ausklinken lassen quasi in den Ruhestand, ja. Und als er das dann mit seiner Frau besprochen hatte, hat die dann nur gemeint, was willst du hier zu Hause? Geh nur schaffen, gell? Dann war das Thema vom Tisch. Die Frau wollte quasi nicht zu Hause sehen. Okay. Gut, ich mir mal Gedanken machen. Genau das gleiche hat er sich dann auch gesagt. Also jetzt, seitdem habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht über meine Beziehung mit meiner Frau. Ja, nee, das kann zwei Dinge sein. Einmal aufgrund dessen, weil sie keine Lust hat, 24/7 mit dem in einem Raum zu sein. Oder anderer Grund wäre, dass sie vielleicht der Loverboy. Ja, genau, eine Affäre hat. Ich weiß aber nicht, in den Jahren glaube ich nicht mehr. Ja, na gut, vielleicht ist sie ja jetzt im Moment. Und vielleicht denkt die Frau sich, der Lover, den hat sie noch länger oder so, wer weiß. Also. Es gibt die krankesten Sachen heutzutage. Also von daher gesehen ja, das stimmt. Mittlerweile nichts mehr. Ja, mich wundert auch wenig, ja. Heutzutage ist echt alles möglich. Das stimmt. Ich hab jetzt auch gelesen, dass in Texas wurde eine 5-Jährige von einem Vergewaltiger vergewaltigt auf dem eigenen Hof. Die hat geschrien, der Vater hat's gehört, der war in deinem Alter gewesen, Sven. Und okay. Hat dem quasi zusammengeprügelt und der ist dann in Verletzung ist letztendlich gestorben. Und es gab keine Anklage gegen den Vater, aufgrund dessen, weil er notwehrmäßig gehandelt hat. Ja. Gut, ich muss sagen, wenn man jemanden den Tod wünscht, ist eine Sache, aber ich muss sagen, so ich denke, als Vater hätte doch jeder so gehandelt irgendwie. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dass er dann halt letztendlich an den Verletzungen gestorben ist, ist eine Sache. Ja gut, vielleicht nicht unbedingt gewollt, aber... Ja, ich höre jetzt Slimies. Ja? Slimies oder Lava? Ich weiß es nicht. Kann mal jemand eine Workbench machen? Schlecht. Ich habe alles dabei, außer Holz. Ne? Ein einziges Holz habe ich dabei. Oh Mist, also ich bin arbeitslos, Jungs. Mit der Schaufel versuche ich noch was zu reißen.
Ah, gut, der geht noch. Ich hab noch Spitzhacken hier. Ah, du hast ja. Weil ich wollte mir jetzt eigentlich eine Diamantenspitzhacke machen. Aber gut. Oh nein, das Lava! Lava, Lava, Lava! Oh, das kommt raus! Oh, gut. Phew. Alles klar. Ja, dann darfst du nicht weit gehen, da ist überall Lava.